Was für ein schöner Sonnenaufgang. Die Sonne scheint mir hier genau ins Gesicht. Es ist so gemütlich. Endlich mal ein bisschen warm. Und ja, wir stehen hier immer noch an dem Parkplatz von der Aussichtsplattform, die ich euch im letzten Video gezeigt habe. In 2 Tagen haben wir den Termin in der Werkstatt. Am Montag, so lange werden wir wahrscheinlich einfach hier stehen bleiben. Ich möchte nämlich nicht zu viel mit dem Auto rumfahren, denn hier ist es wirklich überall bergig und somit das Auto einfach nicht zu sehr belasten. Deswegen werden wir heute einfach den ganzen Tag hier bleiben. Mal schauen, was es hier so gibt. Ich muss auf jeden Fall Wasser auffüllen, unbedingt. Da hinten, so 200 Meter von hier, ist eine frische Quelle, an dem ich das machen kann. Und ansonsten schauen wir mal, was so passiert. Wir sind jetzt hier am Wasser auffüllen. Dafür habe ich hier einmal einen 8-Liter Kanister und einen 6-Liter Kanister, die vorher mit Leitungswasser gefüllt waren. Somit kann ich 14 Liter auf einmal abpumpen und muss dann 3-4 Mal laufen und unser Wasserkanister ist wieder voll. Ja, Wasser ist aufgefüllt und wenn wir schon am Arbeiten sind, dann geht es hier gleich weiter. Wir haben nämlich ein neues kleines Problem und zwar geht hier ein Schlauch von diesem Ablauf bis hierhin und dann nach da und der hat hier einen Riss, habe ich gesehen. Ja, wenn jetzt hier zu viel Wasser reingeschüttet wird, dann drückt es hinter und tropft da langsam nach unten. Deswegen muss ich jetzt hier einmal alles ausbauen und mir dann da den Schlauch anschauen. Juhu! Lustig. Ja, weil ich nichts mache. Ich habe hier gerade 90% der Schrauben rausgenommen und habe dann gemerkt, dass man einfach das Ganze hier hochdrücken kann und man den ganzen Schrank dann hier rausnehmen kann. Oh ja, dieser klassische Fall von Schlauchbruch. Da sieht man es, Freunde. Das muss ab. Der ist durch. Ja, da sieht man es ziemlich gut. Das Verbindungsstück hier ist abgerissen. Das kann ich jetzt leider nicht fixen, weil das Stück hier größer ist als der Schlauch. Ich werde jetzt versuchen, diesen Anschluss hier dicht zu machen und dann als Blindstopfen zu benutzen, bis wir einen Baumarkt finden, wo ich so einen Stopfen neu kaufen kann. So schaut das Ganze jetzt aus. Ordentlich Panzertape drum gemacht. Und ja, ich denke, so kann ich das jetzt mal ausprobieren. Ich werde den Blindstopfen jetzt drauf machen, das Wasser anmachen und dann sehen wir ja, ob es rausläuft oder nicht. Wassermarsch! Läuft's Wasser? Ja. Lange schon? Oh, 30 Sekunden. Okay, das Wasser läuft seit 30 Sekunden. Wie ihr sehen könnt, es ist alles dicht. Ja, das Ganze ist jetzt dicht. Die Jessie hat 30 Sekunden das Wasser laufen lassen. Ich habe reingeschaut, es kommt nichts raus. Ich denke, das hält jetzt erstmal ein paar Tage. Natürlich werden wir dann ab Montag, wenn das Auto wieder funktioniert, in den Baumarkt fahren und das Ganze ordentlich machen.
We got everything we need right here. Wine and burning chemistry. You and me alone. You and me alone. Inside of our embassy. Everything we need right here. Make me sing along. Sing along. Ja, Freunde, an diesem wunderschönen Aussichtspunkt haben wir hier jetzt das ganze Wochenende verbracht. Nicht viel gemacht, einfach ein bisschen entspannt. Ihr habt es gesehen, das ist wunderschön hier. Ja, und jetzt gehen wir gerade nochmal mit Pepper spazieren und heute müsste das Teil ankommen. Wir warten also eigentlich nur drauf, bis der Mechaniker uns schreibt und dann hoffen wir, dass es heute noch eingebaut werden kann und unser Auto danach funktioniert. So, Jess ist jetzt kurz zur Bank gegangen, ein bisschen Geld abheben. Wir haben nämlich überhaupt kein Geld da und ich habe keine Ahnung, ob der bei der Autowerkstatt Kreditkarten akzeptiert. Normalerweise zahlen wir hier wirklich immer mit Karte, das macht es viel leichter. Obwohl wir mit unserer Kreditkarte auch auf der ganzen Welt kostenlos Geld abheben können. Ja, und außerdem habe ich da gerade gesehen, der Tank ist ziemlich leer, der hängt schon auf Null. Das heißt, wenn die Jessie zurück ist, dann müssen wir tanken, bis der Typ von der Werkstatt... Das ist keine ATM-Bank, das ist so eine Postbank. Kannst da kein Geld abheben? Okay, das mit dem Geld hat nicht geklappt, leider ging das bei der Bank nicht. Wir fahren jetzt auf jeden Fall zur Tankstelle, dann müssen wir bei der Bank abheben. Und was ich sagen wollte ist, dass wenn das Teil da ist, schreibt der Typ mir auf WhatsApp. Er hat gemeint, es kommt heute früh. Allerdings kann man da in solchen Ländern nicht so viel Wert drauf geben. Wenn es heißt Montag früh, dann weiß ich aus eigener Erfahrung, dass es gut und gern auch mal Mittwoch werden kann. So, wir fahren jetzt erfolgreich tanken und Geld haben wir auch abgehoben. Drei verschiedene Banken mussten wir deswegen anfahren. Deswegen haben wir wirklich aufgehört, im Ausland mit Bargeld zu bezahlen und zahlen weitestgehend mit Kreditkarte. In Europa ist es ja super easy. Ja, von der Werkstatt habe ich immer noch nichts gehört. Jetzt ist es gleich 11. Wir fahren jetzt noch einkaufen und hoffen einfach, dass er danach zurückgeschrieben hat. Ich war nur ganz kurz mit der Jessie im Supermarkt, um ihr was zu zeigen, bin dann zurückgekommen, weil der Pepper hier allein ist und ich den nicht allein lassen möchte bei der Hitze. Wie ihr sehen könnt, ihm ist nicht heiß, aber sicherheitshalber bleibe ich normal immer bei ihm, wenn es so warm ist. Wie ihr hier sehen könnt, haben wir 27 Grad im Bus. Ich habe aber die beiden Fenster offen, deswegen zieht das Ganze hier schön durch. Und ja, der Typ von der Werkstatt hat mir endlich geschrieben, um 16 Uhr soll ich vorbeikommen, dann bauen wir das Teil ein, was schon mal sehr gut ist. Ich bin mega zufrieden, dass es heute klappt. Solange können wir jetzt hier alles einräumen, gemütlich was essen und dann zur Werkstatt fahren. Wir sind jetzt die ersten 5 Meter aus der Werkstatt rausgefahren. Mal schauen, ob es funktioniert. Wir haben das Teil jetzt ausgetauscht. Insgesamt hat es 220 Euro gekostet. Davon waren, glaube ich, 140 Euro für das Ersatzteil und 63 Euro oder so für die Arbeit. Ja, wir fahren jetzt mal irgendwo hin, wo es bergig ist und schauen, ob das Ganze funktioniert. Sollte aber. Ich hoffe einfach nur, Freunde. Wenn das Ganze funktioniert, dann freue ich mich so, endlich weiterzufahren. Der Berg da war ziemlich steil, da kommen wir im Kreisverkehr wieder raus, oder? Ey, das merkt man schon, der zieht. Ja? Ja, ja. Oi. Funktioniert! Nice! Jetzt kann unsere Überwinterung endlich starten.
Ja, nachdem das Auto dann gestern endlich wieder funktioniert hat, sind wir hier noch eine halbe Stunde am Meer entlang gefahren. Und Freunde, wir haben richtig, richtig tollen Platz gefunden. Jessie, was sagst du zu dem Platz? Da ist wunderschön, das ist so eine kleine Bucht. Schaut euch das mal an, wir haben hier einen wunderschönen Strand und haben dann im Hintergrund die Berge. Und auch hier fangen direkt die Berge an. Und ja, wie ihr sehen könntet, gibt es heute keine Wellen. Das Wasser ist ziemlich flach. Deswegen sind wir früh aufgestanden und laufen jetzt mal hier die Küste entlang. Ich glaube, es wird richtig, richtig schön. Watch me. Just follow every move. Wow, Leute, schaut euch mal die Aussicht von hier oben schon an. Aufstehen, um sowas zu erleben, besser kann der Tag wirklich nicht starten, würde ich sagen. Das Wasser hier einfach nur wunderschön. Ich hoffe, man sieht auf dem Video die Farben. Und da hinten übrigens, kann man es leicht am Horizont sehen, fangen schon die Berge an. Das ist nämlich richtig nice hier. Man kann hier ans Meer gehen und einfach eine halbe Stunde fahren und ist in den Bergen. Wirklich wahnsinnig schön hier in Nordspanien. Ja, nach so einem Sommer, wie wir dieses Jahr in Deutschland hatten, Freunde, tut's einfach nur so gut. Wir sind aufgestanden, es ist schon 28 Grad. Wir hatten bis jetzt übrigens jeden Tag perfektes Wetter. Mindestens war, glaube ich, 26 Grad, zwar die Tiefstemperatur. Höchsttemperaturen bis jetzt 36 Grad, das war schon ein bisschen zu heftig. Das habt ihr ja im ersten Video gesehen. Und ja, ich bin einfach so dankbar, dass wir jetzt wieder unterwegs sind. Es ist so schön, mal wieder was Neues zu entdecken und was Neues zu sehen. Ah, einfach nur herrlich. Und Pepper scheint sie auch ganz gut zu gefallen. Ja, und nach der anstrengenden Wanderung gibt es jetzt erstmal eine Abkühlung im schönen Meer. Richtig, richtig nice, oder? Ist es kalt? Ja, sehr. Sehr kalt? Aber lohnt sich's? Ja, Peppa hat leider immer noch Angst vorm Wasser. Man darf nicht zu nah ran. Gerade bei Wellen ist er sehr, sehr ängstlich. Deswegen läuft Peppa schon ganz gemütlich zurück zu unserem Platz. Pepperchen, das lernst du auch noch. Ich darf nicht ins Wasser. Es sind keine Wellen. Nein, nicht gefährlich. Versprochen. Versprochen. Was für ein geiler Start in den Tag, Freunde. Ich denke, besser geht's wirklich nicht. Und ich denke, das war's jetzt auch schon mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sind wirklich überwältigt von Spanien. Es ist so geil hier, uns gefällt's so gut. Das Wetter ist perfekt, es ist einfach nur wunderschön. Gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt. Und ich würde sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao! We got everything we need right here. Wine and burning chemistry.